Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum 20. Türchen des Westin Fishing Swim Adventskalenders. Hier sind wir fast am Ende, auch so wie bei allen anderen. Noch 5 Türchen inklusive dem von heute. Das ist schon wieder ein bisschen schwerer. Eieiei, gestern habe ich ganz schön daneben gelegen. Ich tippe heute nochmal auf die 13,5 cm Variante. Ich hoffe, ich liege richtig. Oder? Ah. Nee, ich glaube, es ist die 12 cm Variante. Es ist der 12er. Nein! 13,5 cm, 77 Gramm. Aber was für eine hübsche Farbe. Oh, Mensch, Elias, da hast du aber auf jeden Fall ganz schnell rausgehauen hier. Farbe, irgendwas mit Pike. Genau, Real Chartreuse Pike. Boom! Junge, Junge, Junge. Der sieht schon ein bisschen ganz schön toll aus. Na. Oh ja. Schon ein bisschen toll. Erinnert mich natürlich jetzt ein wenig an den Red. Wie hieß er denn hier? Red Pike. Irgendwas mit Red. Irgendwas mit Red. Real Fire Pike. So hieß er. Ne, dieses, was so überlackiert ist und darunter so ein bisschen glänzend. Ah, es ist schon ein bisschen toll. Muss man halt einfach mal so sagen. UV-aktiv, Moment. Test kommt. Jupp. Auf jeden Fall unten. Ziemlich cool. 0,5 bis 2 Meter Lauftiefe. Der ist auf jeden Fall sehr hübsch. Ich hatte schon Angst gehabt, dass wir jetzt nur noch Dekore kriegen, die wir schon hatten. Aber nein. Das ist auf jeden Fall hier nochmal was Neues. Und richtig hübsch. Sehr geil. So, dann schauen wir noch mal, was wir im Premium-Kalender haben. Premium, Türchen Nummer 20. Schauen wir mal, 18, 20. So, Türchen Nummer 20. Nein, das Tuch in den Drilling geschmissen. Nee, geht. Bei Westin sind die Haken so scharf. Da haben wir hier den Original Perch von Tommy's Baits. 12 cm lang. Tea Orange Perch heißt die Farbe. Tea Orange Perch. Sieht ganz geil aus, wäre aber zum Angeln jetzt nicht meine erste Wahl. Sagen wir es mal so. Ich weiß ja, so Sonderfarben kommt immer gut an. Na komm raus. So, auch hier wieder Tommy's Baits. Wie sagt man denn? Tommy's Baits. Typisch, der Tail hinten umgedreht. Ne? Normal wäre ja bei den meisten so, aber der steht hier andersrum. Warum, weiß ich immer noch nicht. Tatsächlich ist das Video auch noch nicht online jetzt. Fehlt noch eine Viertelstunde. Hatten wir das gestern eigentlich drin gehabt mit den kleineren? Ich guck mal kurz, Moment. Das waren gestern 19. Genau. Ja, vielleicht habt ihr das ja schon in die Kommentare geschrieben. Also nachher. Also wenn ihr das Video jetzt seht, dann sicherlich. Aber da war ja auch der Tail hinten umgedreht. Der ist auch ein bisschen verknickt, sehe ich gerade. So. Auch nicht besser. Perfekt. Ach, der liegt falsch rum. Ach, Mensch. Sagt aber auch keiner was. So. Jetzt aber. Na, ich habe das ja schon geschrieben und ich habe es noch nicht sehen können. So. Auch nicht besser. Ach Mensch, das mache ich einfach nachher, wenn die Kamera aus ist. So, gucken wir nochmal, wie UV-aktiv der Kollege denn hier ist. Der ist auf jeden Fall sehr UV-aktiv. Sehen wir hier schon. Na, auch hier wieder mit dem großen Auge. Auch ganz cool. Ja, also auch zwei schöne Türchen heute. Der ist natürlich auch wieder ein absolutes Highlight hier. Ziemlich geil. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Türchen fandet. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.